Fußball spielen, das sieht hier so aus. Kein Stadion, keine Trikots, manche der Kinder tragen nicht einmal Schuhe. Es ist Trockenzeit in Samre, ganz im Norden von Äthiopien, in der umkämpften Tigray-Region. 2 Jahre lang tobte hier ein grausamer Krieg zwischen Regierungstruppen und Rebellen. Die UN spricht von 500.000 Toten. Seit Ende 2022 schweigen die Waffen. Doch Hunderttausende haben ihr Heim verloren, sind vor den Kämpfen mal hierhin, mal dorthin geflohen. In einer Region, die zunehmend karger und trockener wird. Überall Spuren des Krieges. Hier war gerade begonnen worden, die Straße zu asphaltieren. Die Binnenflüchtlinge haben die ohnehin schon schwierige Situation der Menschen hier noch erschwert. Seit knapp 50 Jahren helfen die SOS-Kinderdörfer in Äthiopien den Bedürftigen vor Ort. Auch während des Krieges haben sie Zehntausende Kinder und Familien versorgt, schützten besonders auch unbegleitete Flüchtlingskinder. Angelika Schweiger ist Programmleiterin der SOS-Kinderdörfer weltweit. Sie reist bereits das 3. Mal durch die Krisenregion, um sich ein Bild von der wechselnden Lage zu machen. Und sie bringt Hilfe mit. Es ist ein Nothilfeprogramm. Es wird unterstützt von uns, von SOS-Kinderdörfer in Deutschland. Es ist ein 2-Jahres-Programm und wir konnten es erst viel später starten, weil die Kriegshandlungen hier relativ lang angedauert haben. Die Kollegen hier haben gezielt dann wirklich Gruppen ausgesucht, die wirklich Unterstützung brauchen. Das sind größtenteils dann auch Frauen gewesen, die schwanger sind oder Frauen, die ihre Kinder noch stillen. Und auch viele Kinder, die unter 5 sind, die sehr schwer unterernährt gewesen sind. Die lokalen Mitarbeitenden der SOS-Kinderdörfer helfen weiterhin, auch mit psychosozialer Unterstützung für die von den Kriegserlebnissen Traumatisierten. Viele unbegleitete Kinder und Jugendliche sind aus Kriegsgebieten nach Samre geflohen. Sie erhalten auch Schulmaterialien. So wie Semira. Die 15-Jährige floh ohne Eltern, musste immer wieder weiterziehen wegen der Kämpfe. Allein in der Fremde, fast wäre sie daran zerbrochen. Mit Unterstützung der SOS-Kinderdörfer kann sie nun wieder zur Schule gehen und lebt auf. This was IT room. Auch die Schule in Samre war Kriegsschauplatz. Soldaten hausten über Monate hier, raubten, zerstörten. So they used the table and everything for cooking and whatever. Okay. Türen und Mobiliar wurde als Brennholz missbraucht, Buchseiten als Klopapier. Schule ist so ein wichtiger Platz. Ich meine, es sind diese Kinder hier und jungen Menschen sind ungefähr seit 3 Jahren waren die aus der Schule raus. Erst 1 Jahr Covid und dann 2 Jahre Krieg. Die müssen im Grunde genommen 3 Jahre nachholen. Und aus der Schule raus dann ist ja nicht nur, dass ich jetzt nicht formal lerne, sondern ich habe keine Freunde, ich rede mit niemandem. Schule ist auch eine Kontrollfunktion. Wie geht es den Kindern eigentlich zu Hause? Semira hat mittlerweile wieder ein Zuhause. Auch ihre Eltern und die Geschwister haben es nach Samre geschafft. Aber nach wie vor ist die Familie auf Unterstützung angewiesen, muss völlig neu beginnen. Nur ungern erinnert sich die 15-Jährige an den Krieg und die schwierige Flucht. Da mein Vater aus Tigray stammt, musste er sich vor der äthiopischen Armee verstecken und konnte nicht mit uns Kindern fliehen. Selbst die Geschwister mussten getrennt fliehen. Die ältere Schwester blieb zunächst bei Freunden. Semira machte sich allein auf den Weg, nur mit dem jüngeren Bruder im Schlepptau, der gerade mal 7 Jahre alt war. Umso wohler fühlt sie sich jetzt in Sicherheit. Es ist hier nicht viel anders, als woher ich komme. Aber hier gehe ich zur Schule. Ich habe Freunde, die mich besuchen. Ich will nicht zurück. Ich fühle mich hier viel wohler. Der Vater verdient mittlerweile Geld als Straßenverkäufer. Auch die Geschwister gehen wieder zur Schule. Und Semira hat neue Freunde in Samre gefunden.
Doch Semira ist nur eine von über 2 Millionen Binnenflüchtlingen. Alle benötigen Essen, Unterkunft, eine Arbeit. Hinzu kommt eine durch den Klimawandel verstärkte, ungewöhnlich heftige Hitze und Trockenheit, weshalb viel weniger Getreide und Gemüse geerntet werden kann. Auch in der Region Samre sterben Menschen an Hunger. Selbst die Alteingesessenen finden kaum mehr Arbeit. Das wird auf der Hauptstraße deutlich. Überall junge Männer, die sich irgendwie die Zeit vertreiben. Von der Zentralregierung in Addis Abeba kommt zu wenig Förderung. Die Regierungssoldaten kämpfen schon wieder gegen Rebellen in der Nachbarregion Amhara. Am Rande von Samre führt der heimische Kollege die Programmleiterin zu einem weiteren Flüchtling, den die SOS-Kinderdörfer unterstützen. Angelika Schweiger will möglichst vielen Betroffenen begegnen, um das Ausmaß der Krise zu erfassen. Ja, Donkey is the best animal, huh? Here. For transportation. Yeah, for transportation, they are good. Especially in such rural areas. Yeah, they don't eat. Hier ist es noch ärmlicher und trockener. Die meisten Bäume und Sträucher wurden abgeholzt für Feuerholz. Die Mitarbeitenden der SOS-Kinderdörfer suchen nach Tesfaye, einem Familienvater, der mit Frau und Kindern ebenfalls nach Samre fliehen konnte. Is this it? Is it this house up there? This with this? I hit this one. This one. Okay. Keine einfache Suche. Die Behausungen sehen alle gleich aus. Hausnummern? Fehlanzeige. Schließlich taucht ein Nachbarjunge auf, der vom Fluss im Tal kommt, schwer beladen. Ein wenig dahinter dann der 65-jährige Tesfaye, mühsam sich hochkämpfend. Das Thermometer zeigt über 40 Grad. Ein weiter, steiler Pfad führt herauf von der Quelle. Ohne Unterstützung würde er nicht genug Wasser holen können. Wieder hilft der Nachbarjunge. Tesfaye ist allein an diesem Tag. Seine Frau und seine Kinder sind unterwegs. Are these the sons? Hello. Nice to meet you. Die Hitze und die knapp 1900 Meter Höhenlage machen allen hier zu schaffen. Ich bin so froh, dass ihr mich unterstützt. Ich denke, ich habe nur überlebt, weil ihr mir geholfen habt. Die Gemeinde hat der Familie immerhin ein Dach über dem Kopf zur Verfügung gestellt. Ein einziger Raum für ihn, seine Frau und 5 Kinder. Sie schlafen auf dem Boden. Ich hatte Landwirtschaft mit Hirse. Außerdem bereits geerntete Gerste für gut 3 Jahre. Dazu Sesam. Das alles wurde mir weggenommen. Auch meine 18 Kühe. Alles, was ich besaß, wurde mir genommen. Immerhin konnte Tesfaye mit seiner Familie noch rechtzeitig fliehen, bevor die Soldaten in sein Dorf einrückten. Einige seiner Verwandten schafften es in den Sudan. Schlimmer erging es denen, die nicht entkommen wollten oder konnten. Meine Nachbarn wurden alle getötet. Nur wir haben die Massaker überlebt. Tesfaye ist erheblich abgemagert. Er kämpft seit seiner Flucht mit schweren gesundheitlichen Problemen. Die Hitze in Samre macht ihm zu schaffen. Seine Magenschleimhaut ist chronisch entzündet. Also es ist wirklich, wirklich die absolute Nothilfe. Dieses Ausmaß habe ich nicht erwartet, nicht nach so vielen Jahren. Weil einfach kein Ansatz ist. Es wird ihm kein Land zur Verfügung gestellt, damit er nur ein bisschen wieder Farmarbeit hier machen könnte, aussehen und ein bisschen was fürs beitragen könnte, nichts. Die Programmleiterin der SOS-Kinderdörfer weltweit ist sichtlich betroffen. Es ist ihr klar, hier müssen die SOS-Kinderdörfer weiterhin unterstützen. Auch jetzt, wo der Krieg in Tigray erst einmal vorbei ist. Zunächst weiter mit direkter Nothilfe.
Lebensmittel, Medikamente, Matratzen, Schulmaterialien. Doch die Mitarbeitenden der SOS-Kinderdörfer vor Ort in Samre planen schon weitere Maßnahmen, wie Fortbildung und Arbeitsvermittlung, vor allem jedoch psychologische Unterstützung, besonders für Mädchen und Frauen, die sexuelle Gewalt erleiden mussten. Ja, da muss man sich schon viel überlegen, wie man hier das Leben wieder nachhaltig aufbauen kann für diese Menschen. Da müssen auch wir als Organisation nachdenken. Das Erkunden vor Ort ist ein wichtiger Schritt, um nachhaltige Programme für langfristige Hilfe in der Region Tigray zu entwickeln. Damit die Menschen die Traumata des Krieges überwinden können, neu anfangen, wieder hoffen lernen. Seit Jahrtausenden haben Menschen hier unter schweren äußeren Bedingungen gelebt und ein Auskommen gefunden. Mit tatkräftiger Unterstützung kann dies wieder gelingen.